Ja, ich heiße Sie herzlich willkommen zu unserer heutigen Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Holstein Kiel. Zu meiner Rechten begrüße ich unseren Teamchef Manuel Baum, zu meiner Linken Marius Dunke. Ich habe ja auch bei mir im Fußballlehrerkurs welche dabei, die schon gegen Kiel gespielt haben. Und die haben eigentlich alle unisono gesagt, dass das mit die beste Mannschaft in der Liga ist. Im Moment passen zwar die Ergebnisse nicht so richtig dazu bei denen, die haben jetzt 7-mal eben nicht gewonnen. Aber wenn man die Videos dann sieht, dann haben die trotzdem noch riesen Torchancen gehabt, wo sie eigentlich sowohl gegen Stuttgart als auch gegen Osnabrück das Spiel für sich entscheiden hätte können. Insofern haben wir großen Respekt vor den Kielern, die wirklich taktisch diszipliniert sind und sehr viele gute Spiele in ihren Reihen haben. Ja, also ich bin völlig zufrieden mit dem Wechsel der Mama. Ich spiele hier in der dritten Liga, nicht in der Regionalliga Bayern und das war mir eben auch wichtig. Mit Bayern hat es leider nicht geklappt mit dem Aufstieg, deswegen ist mein Vertrag auch noch ausgelaufen und dann habe ich mich natürlich auch andersweitig umgeschaut und da war Haching für mich natürlich eine super Option. Setzt auch viele junge Spieler und hier fühle ich mich auch wohl und deswegen kriege ich meine Einsatzzeiten und es passt alles. Ja, ich denke, wie viele Gegner in der Liga, ziemlich zweikampfstark, eine erfahrene Mannschaft. Ich denke aber, dass wir auch auf uns schauen müssen, dass wir unser Spiel durchziehen. Und dann wird es für den Gegner auch ganz schwer, uns zu schlagen. Yannick Haberer konnte heute nicht trainieren, hat Grippe. Da ist ein Fragezeichen Bezug auf morgen. Benny Kaufmann ist heute in der Röhre wegen einer Verletzung, die schon länger mit sich rumschleppt. Deswegen da auch Fragezeichen, aber ansonsten sind alle mit dabei. Zu Hause genauso stark wie auswärts. Nur die Punkte passen noch nicht. Die Spielweise ist immer gleich. Insofern machen wir da uns keine Gedanken, ob man zu Hause oder auswärts spielen und den Spielern geht es mit Sicherheit genauso. Gut, inhaltlich war jetzt am Montag in der Videoanalyse dann eben das Defensivthema, was das Anlaufen betrifft, das heißt die Abstände zu demjenigen, der den Ball bekommt, wie wir das verkürzen bzw. welche Signale unsere Spieler da beachten müssen, damit sie rechtzeitig hinkommen. Dann das Nachrücken, um eben die Laufwege oder die Anlaufwege auch nochmal zu verkürzen, was jetzt hinten die Kette betrifft. Und jetzt wird es morgen beim Standardtraining auch darum gehen, wie die Positionen eben bei der Ecke in der Defensive auszuschauen haben und wie man sich da genau nochmal verhält. Im Fußball ist es eigentlich immer ganz lustig, es gibt ja nicht viel Inhalte taktischer Natur. Das ist Defensivverhalten, Offensivverhalten und halt das ein bisschen untergliedert, das Ganze. Du musst halt immer, wie in der Schule auch, das sagen wir, alle 3-4 Wochen wiederholen. Und wenn du dann merkst, jetzt hat man vielleicht 3 Wochen das eine nicht gemacht und ist es im Spiel auffällig, dann muss das halt wieder auffrischen. Aber es ist nicht so, dass man die ganze Zeit was Neues machen muss. Das ist eigentlich eine Wiederholerei die ganze Zeit, wo du dann schon, je länger und je eingeschliffener das Ganze ist, dann noch mehr ins Detail gehen kannst. Und wir sind jetzt schon sehr bei der Detailarbeit. Man merkt aber trotzdem, dass man das Große und Ganze dann auch immer wieder einstudieren muss. Und das ist normal. Also ich denke mir, wenn man Fußball allgemein sieht, ist es ja so, dass wir versuchen, in Haching einfach möglichst viel Zufall abzuwenden. Also wir schauen, dass wir halt so arbeiten, dass wir die Wahrscheinlichkeit erhöhen, ein Spiel zu gewinnen. Aber man kann ja nie im Fußball sagen, ich mache das jetzt so und ich bin hundertprozentig, sonst wäre es ja langweilig, das Ganze. Aber wenn wir das schaffen, dass wir die Wahrscheinlichkeit im Vergleich zum Gegner erhöhen, dann steigt es auch so, steigt auch die Wahrscheinlichkeit, dass wir eben die Spiele gewinnen. Das heißt aber nur lange, dass ein letzter Konsequenz, wenn der Linienrichter den Abseits winkt und wir kriegen ein Gegentor, der Innenverteidiger vielleicht ausrutscht. Das kann man alles nicht verhindern, aber so wie wir halt hier arbeiten, versuchen wir möglichst viel über Muster abzudecken, sodass die Spieler auch möglichst viel Freiraum haben, im Spieler eigenkreativ zu werden und das funktioniert im Moment ganz gut. Und der Vorteil ist halt, dass halt alle von 1 bis sagen wir 35 da voll dahinter stehen und komplett mitziehen und da richtig gierig sind, das aufzusaugen und an selber noch mit weiterzuentwickeln. Was ich hier noch nie so wirklich vorher erlebt hatte, was ich jetzt hier erlebe, ist wirklich dieses Arbeiten im taktischen Bereich. Das ist hier schon ziemlich viel, aber auch ziemlich gut, was man ja im Moment auch auf dem Platz ganz gut sehen kann. Und was halt das Schöne an diesem System ist, dass jeder weiß, wie er sich bewegen muss und dass sich sozusagen auch jeder auf den anderen verlassen kann. Und das ist, denke ich, für uns auch eine enorme Hilfe.